Yo, hier ist Andy von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Und damit herzlich willkommen zurück in den 90ern. Genauer gesagt 1994. Denn da kam dieses coole Set auf den Markt. Es ist die 6889, der Spurious Recon Robot oder zu Deutsch der Spiries Multifunktionsroboter. Ja, wir gehen da gleich noch drauf ein. Wir befinden uns mitten in der Spiries-Serie. Und das ist ein wichtiger Vertreter aus dieser Serie, denn wie wir im Intro-Video gelernt haben die Spirianer es auf Technologie anderer Fraktionen abgesehen und die benutzen Roboter, um diese zu klauen. Und dieser Roboter ist einer von zwei Kollegen, die dafür eben benutzt werden. Das heißt, sehr Spirianer-typisch, sehr Spiries-typisch das Ganze. Wieder mal eine nette Leihgabe vom Mark. Vielen Dank dafür. Leider diesmal ohne OVP, tut der Sache jetzt keinen Abbruch. Ich habe euch hier die Anleitung mitgebracht. Die ist wieder klassisch, mit den Gitternetzlinien auf diesen Schieferähnlichen, es wirkt halt auf mich wie so Schieferplatten auf diesem Boden. Wir sehen unseren Spiries Chief hier unten und den Spirian Recon Robot. Die ist relativ überschaubar. Man baut hier in 17 Schritten diesen Roboter auf. Hier ist nichts Wildes dabei. Ja, hier gibt es ein paar doch vom Umfang her größere Substeps. Wenn es um die Arme geht, weil die ja quasi einmal rechts, links, die sind gleich, aber man muss die natürlich verschieden für die Seiten bauen. Und man ist hier, die hat 11 Seiten, die Anleitung, also es ist jetzt nicht wirklich nichts Abgefahrenes. Ist flach wie eine Flunder, wunderbar. Ist hier auch nochmal geknickt gewesen in der Verpackung. Ja. Widmen wir uns dem Set, würde ich sagen. Dieser Roboter hat diese Walzen hier. Ich glaube, im Katalog, im ersten Video sind wir darauf eingegangen, Supernova-Walzen oder sowas. Es ist eine sehr spannende deutsche Übersetzung. Es sind diese kleinen schwarzen Walzen, die gibt es in größer, auch noch in anderen Sets. Die gibt es auch noch in weiß beim Ice Planet. Die gibt es in blau bei den Insectoids. Ja, damit wird er auf jeden Fall hier fortbewegt. Das ist quasi so ein Skidsteer-Mechanismus. Der Kollege, also es ist relativ klein, ihr seht das, hier hinten ist auch eine Minifigur drin, dass ihr mal so einen Größen Vergleich habt. Da ist der andere Roboter ist viel größer und macht mehr her, aber auch ein kleiner Roboter hat eine Daseinsberechtigung. Und der hat ziemlich gut bewegliche Arme hier an beiden Seiten. Wir haben hier immer diese Hinges, die so zusammengehen. Einmal mit drei Fingern, einmal mit zweien. Und hier oben sind jeweils zwei verbaut. Dann haben wir hier zwei und dann hier nochmal zum quasi wie die Handgelenke. Und dann haben wir hier sogar nochmal welche, die diese beiden Zangen hier bedienen können. Coole Geschichte. Das heißt, wir haben hier quasi ein Schultergelenk und dann haben wir hier quasi wie beim Ellenbogen, dann an der Handgelenk und dann hier nochmal so. Der ist also sehr, sehr beweglich, der Kollege. Sehr cool, fetzt. Auf beiden Seiten, wie gesagt, gleich. Wir haben hier auch wieder diese Spirius-Fliesen im Einsatz. Diese 2x2 Fliesen hier an jeder Seite. Dann, was euch vielleicht schon aufgefallen ist, der Kollege hat ein relativ freundliches Gesicht mit diesen roten Grills. Das wirkt schon sehr stark wie ein Mund. Und dann hat er zwei Transneon Green Augen. Dann hat er hier oben noch zwei von diesen kleinen Hebeln und einen dieser Flex-Hose quasi als, weiß nicht, was genau das für ein Element darstellen soll. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Das geht hier hinten auch so rum. Und das ist quasi wirklich wie der Kopf und der ist drehbar auf einem Turntable gelagert. Und ja, ist eine coole Geschichte. Lädt auf jeden Fall zum Rumspielen ein. Hier hinten, also hier ist noch eine Trans Neon Red Scheibe. Guck mal, da sieht man mich so ein bisschen durch. Die ist hier.
dient quasi als Windschutzscheibe, denn unser kleiner Spurious Chief hier, der soll das Ganze steuern. Und der sitzt hier hinten an einem Kontrollpanel. Da blende ich euch ein Bild ein. Das ist nämlich ein 2x2 Slope mit einem Spurious-typischen Print. Der zeigt quasi den Roboter und ist quasi die Kontrolleinheit. Und unser Spurious Chief hat hier noch eine 1x2 Spurious-Fliese und einen Phaser. Ist damit quasi gerüstet. Und ich glaube, diese Fliesen, aufgrund des Aufdrucks, könnte das auch irgendein Spurious-typisches Gadget sein. Zur Aufklärung oder zur Spionage. Und das bringt mich, weil ich da gerade einmal dabei bin, im Englischen heißt der Recon Robot, das heißt, der ist für die Aufklärung zuständig. Ergibt dann auch Sinn, dass es ein eher kleinerer Roboter ist, anstatt des Großen, der eher mehr auffällt. Aber vielleicht ist er ja trotzdem Aufklärung, Spionage und auch durch die gut beweglichen Arme doch für das ein oder andere, für den ein oder anderen Diebeseinsatz ganz gut. Und vielleicht kommt daher die Bezeichnung Multifunktionsroboter. Das ist auf jeden Fall hier hinten zu finden. Und dann haben wir hier unten nochmal wie so eine kleine versteckte Klappe. Und da lässt sich dann bestimmt noch das ein oder andere Diebesgut verstecken. Ansonsten haben wir hier auf der Vorderseite noch einen dieser Container. Der hat ebenfalls einen Spurious-Druck. Den kann man hier auch so aufmachen. Und da sind noch ein paar, da ist noch Platz für diese Spurious-Fliesen. Er kann quasi seine Gadgets dort verstauen. Oder vielleicht ist es auch ihre Währung. Das kann auch sein. Aber warum sollte der dann damit so rumlaufen? Also ich glaube eher, das hat einen Gadget-Charakter, kann hier Platz finden. Ansonsten haben wir unten diese, ich kenne das eher von Hexboilern damals, aus so einem Technik-Set kamen die als Hexboiler-Elemente zum Einsatz. Die erhöhen das Ganze hier hinten, viel mit Panels und auch Bricks gearbeitet. Und ansonsten diese invertierten Slopes hier oben. Ja, ist ein schönes Set, ein cooles Set. Ich finde aber den anderen Roboter cooler durch die Größe. Und der hat auch nochmal eine andere Dimension. Da sind auch noch mehr von den Walzen verbaut. Und an sich macht er irgendwie mehr her. Außerdem ist da noch ein Magnet drin. Das ist der kleine Bruder. Der ist ganz cool. Aber der andere gefällt mir heimlich. Ehrlich gesagt, oder ein bisschen heimlich, gefällt er mir besser. Aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem ein cooler, witziger, kleiner Kollege. Ja, dann können wir unseren Spirianer oder Spirius Chief hier wieder platzieren. Dann kann der den kommandieren. Oder er nimmt die Befehle von Major Kartowski entgegen und führt die aus. So oder so werden die Spirianer wieder mit Spionieren und Diebstählen zu tun haben. Ja, ist eine coole Geschichte. Schönes kleines Set. Macht auf jeden Fall Spaß. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Es ist einer von zwei Robotern, also kommt demnächst auch der zweite. Wie gesagt, checkt auch die anderen Videos aus zu den kleineren Sets, die wir uns schon angeguckt haben. Oder auch zur Spirianer Basis, der Lunar Launch Site. Da hatte ich vor einiger Zeit schon ein Video gemacht. Und checkt auf jeden Fall das Intro-Video aus, denn da gibt es alles Wissenswerte vermittelt zur Spirius-Serie. Ja? Ich würde sagen, wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt eine coole Zeit. Peace.